Ja, und an der Stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. Ja, ich muss mal gucken, weil ich denke nicht, dass es in Theater einen Speicherpunkt gibt. Ich traue mich auch gar nicht reinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Weil, das Problem ist ganz einfach nur, ich werde wahrscheinlich da drinnen nicht speichern können. Ah, wisst ihr was? Scheiß drauf. Er muss hier irgendwo sein. Kapitel 8. Die Premiere. Sie wagen es, meine Ferkel zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Genau wie Sie. Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten, weil Sie keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren und Sie wollen mich aufhalten. Aber sie haben versagt, denn mit der Macht des Kerns kann ich auf ewig Kunst erschaffen. Okay, und wem hat das jetzt interessiert? Nur mal so aus reiner Neugier. Es scheint auf jeden Fall irgendwo ein Spiegel zu sein. Boah, ich liebe diese Musik, ne? Ah ne, das ist gar kein Spiegel. Das ist ja bei seinen Protes oder wie das da heißt. Boah, hier liegt eine Spritze, das macht mir Angst. Davon träumst du auch nachts, ne? Warte mal, kann ich mir das Bild angucken? Achso, das ist der Kronleuchter, der so die ganze Zeit wackelt. Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Diese Jagd war unterhaltsam.
Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass Sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären Sie ein Meister. Vielleicht kein Michelangelo, aber mindestens ein Genug Rango. Von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Der Kern ist sicher bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Picasso hatte seine blaue Phase. Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße! Nein! Stopp! Erblicket meine neueste Kreation! Nein! Schön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht ist so inspirierend. Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Er ist einfach Flash. Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihren Händen ist sie nutzlos. Dann würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe gesehen, der hat gerade in dem Moment gespeichert. Ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. An alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und für alle, die neu dazugekommen sind, willkommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.